Ja, Neuweltkamelin. Das ist ein Wort, das kursierte schon die ganze Woche. Und in diesem Wort verbirgt sich das Wort Kamel. Neuweltkamelin sind aber Lamas und Alpakas. Die kommen aus Südamerika. Kamele sind Altweltkamelin und die kommen aus Afrika. Man kommt doch schnell durcheinander. Dann gibt es die Trampeltiere, ne? Oder was? Dromedare? Nee, Quatsch. Dromedare haben einen Höcker. Trampeltiere mit zwei Höckern sind Kamele. Wie sich das genau verhält, erleben wir auf dem Zottelhof in der Holsteiner Geest, genauer gesagt in Thaden. Da lebt Thomas Bartels. Und Thomas Bartels hat seiner Frau, die so ein bisschen traurig ist, ein Trostgeschenk gemacht. Und dieses Trostgeschenk, wo andere Männer mit Pralinchen und Halsschmuck kommen, dieses Trostgeschenk ist in dem Fall ein Trampeltier. Hat zwei Höcker. Ja, dann mal gucken, ob das hilft. Wehe, da fehlt eins. Ein Kamel als Trostpflaster. Gestern hat sich Monika von zwei Alpakas verabschieden müssen. Gegen den Trennungsschmerz schenkt Thomas ihr ein Trampeltier. So heißen die zweihöckrigen Kamele richtig. Im Gegensatz zu den Dromedaren, die haben nur einen. Und tatsächlich ist Monikas Kummer verflogen. Nee, Thomas. Allerdings Kalif, der neunjährige Wallach, hat so seine ganz eigene Auffassung von seinen Aufgaben. Der hat keinen Bock. Reiten ist nicht. Na, dann schauen wir doch mal, was die Lamas und Alpakas so treiben. Neuzugänge auf dem Zottelhof kann man entweder kaufen wie Kalif oder selber machen. Also wir wollen jetzt testen, ob Rosa und Silverqueen tragend sind. Da führen wir unseren kleinen Lancelot, also den Hengst, zu den Stuten. Und wenn die Stuten ihn abspucken, ist das eigentlich ein sicheres Zeichen, dass sie tragend sind. Es kann aber auch sein, dass sie nicht tragend sind. Dann wird er versuchen, die gleich zu decken. Eine Art Schwangerschaftstest also. Merke, wenn gespuckt wird, ist ein Baby unterwegs. Der Test lässt sich allerdings nicht auf Menschen übertragen. Frohgemut nähert sich Lancelot Herzensdame Rosa. Ja. Ja. Jetzt geht's los, ja. So, eben hat Lancelot, wie gesagt, versucht, die Schwarze zu decken. Die ist sehr aufgeregt und lief natürlich rum. Und eben hat sie ihn gerade abgespuckt. Also jetzt zweimal. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass sie tragend ist. Und es herrscht wieder Ruhe. Und es herrscht wieder Ruhe. Pech gehabt, Lancelot. Rosa ist schon vergeben. Aber dort, nebenan in der Box, da geht doch noch was. Auch Lancelots formvollendeter Balzgesang lässt sich für menschliche Ernährungsversuche nicht wirklich empfehlen. Für ihn läuft es hier allerdings viel besser. Also dieser Deckakt kann zwischen 10 Minuten, eine halbe Stunde, es kann auch manchmal eine Dreiviertelstunde dauern. Faszinierend ist es schon, aber nicht, wenn man schlafen will. Und nächsten Tag arbeiten muss. Und nächsten Tag arbeiten muss. Also, das kann lange dauern. Inzwischen hat Monika Tierarzt Dr. Dietrich Gnag angerufen. Er soll nachschauen, ob Rosa wirklich schwanger ist oder ob Lancelot einfach nicht ihr Typ war. Hallo Monika. Moin. Schön, dass du gekommen bist. Und mal gucken, ob deine, ob deine Alpakas auch tragend sind. Ja, das wäre klasse. Ja? Ja. Und die Freunde in der Nachbarbox sind ja auch schon ganz neugierig. Also wir haben jetzt hier, das siehst du auch, Monika, ganz oben, relativ viel freie Flüssigkeit. Ja. Und darunter siehst du so rippenartig, ja, so gestreift. Mhm. Und das, denke ich, das sind schon die ersten Knochenstrukturen. Ja. Ausgehend halt vom Brustkorb des Alpaka-Fohlens. Ja, super. Also sie ist tragend. Klasse. Glückwunsch. Dr. Gnag, der Mann für alle Fälle. Heute Morgen waren wir im Kuhstall, haben Geburt gemacht und ein kleines Kalb zur Welt geholt. Oder das ist natürlich eine Routinetätigkeit für einen Landtierarzt, aber das ist eben dieses Vielfältige, dass wir von der Spitzmaus bis zum Elefanten eigentlich alles mal in der Praxis haben. Das ist natürlich das, was die Arbeit reizvoll und so schön macht. Mach okay. Okay. Tschüss nochmal. Und Monikas Lamas und Alpakas gehören ganz klar zu seinen Highlights. Keine Angst, das tut nicht weh.
Das macht nur schön. Einmal im Jahr ist es soweit, dann muss die Wolle runter. Dafür reisen Monikas Zotteltierscherer extra aus England an. Morgen in mein Nachmittag. Mann, haben die Scooter. Kommt der Friseur extra aus England hierher. Da hat Lancelot bestimmt bessere Chancen, noch bessere Chancen bei den Lama-Frauen als vorher. Also morgen schöne, trendige Lama-Frisuren bei meinem Nachmittag.